Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, und zwar F1 Manager 2024. Wir starten mit einem eigenen Team rein, und es gab ein Team bzw. einen Interessenten, der immer wieder rumort wurde, einzusteigen, und zwar ist das Andretti. Und wir werden diesen Traum von Andretti wahr werden lassen und Andretti hier einsteigen lassen. Das heißt, wir werden hier, die Cadillac kommt hier rein. Und wir werden hier ein Preset auswählen. Also es gibt ja verschiedene Presets, wie zum Beispiel das Automobilvermächtnis, also eine Luxusmarke. Es gibt den Industriegiganten von einem Rohstoffunternehmen, der hier ein Team rein will. Phoenix aus der Asche, das ist ja schon mal ein Team gewesen und kommt zurück in die Formel 1. Ist es auch nicht. Oder ein technischer Durchbruch. Ingenieurbüro haben wir auch nicht. Und deswegen werden wir den hungrigen Neuling wählen. Ich denke, das klappt perfekt. Wir haben zwar jetzt noch nicht so gute Einrichtungen, wir haben ein okayes Auto, wir haben okay Personal und okay Fahrer können wir wählen, aber ich denke, das wird sein. Los geht's, wir wählen jetzt unsere Teammitglieder aus, und hier steht zum Beispiel Giovinazzi und Pato O'Ward. Wir werden mal gucken, dass wir hier was ändern, und zwar Giovinazzi werden wir nicht wählen. Wir werden mal auch, ach, die Wertung kann ich gar nicht nach unten gehen, das heißt, wir werden hier mal einen Two-Star. Ja, Logan Sargeant wäre natürlich die logischste Variante als Amerikaner. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob Pato O'Ward ein Amerikaner ist. Ich glaube nämlich nicht. Pato O'Ward ist Mexikaner und deswegen zählt er nicht als Amerikaner hier mit rein. Ich würde mal einfach aus Interesse halber, würde ich jetzt nicht jemanden nehmen, der derzeit in der Formel 1 ist. Liam Lawson? Ist aber, glaube ich, Down Under, ne? Liam Lawson ist, glaube ich, Liam Lawson ist in Neuseeland. Das hilft mir eigentlich auch nicht. Das heißt, wir wählen Theo Pourchaire oder Logan. Wenn wir Logan Sargeant im zweiten Auto nehmen, das ist Pato O'Ward. Wir brauchen einen. Was ist denn, wenn wir alle nehmen? Genau. Nehmen Frederick Vesti. Ich leg mich fest. Let's go. Also, wir schauen uns mal die Lackierung an. Ich werde immer fix mal was ausdenken, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir. Und zwar haben wir einmal eine Autolackierung. Die sieht man hier hinten. Also schön blau, weiß, rot. Dann habe ich ja relativ simple Rennanzüge gebaut. Und das Logo, liebe Freunde. Ja, also ich finde, ich habe mein Bestes gegeben, dass das so aussieht wie das Andretti-Logo. Ja, das ist jetzt das Ganze. So, wir nennen uns natürlich Rufus Maximus. Meine Erfahrung, ich bekomme keine Anleitung. Autoentwicklung, ständige Autoentwicklungsprojekte sind nötig, um dein Auto, wie kann man dazu empfohlen, nimm F1-Manager-Erfahrung einfach. Standard hart. Ein tiefer Einblick in die Autoentwicklung wird nötig sein, um dein Auto im Wettkampf. Ich lasse es mal normal und rennen. Wohl Schwierigkeitsoptionen. Autoentwicklung hart. Ich meine, das wird dauern dann, bis wir oben sind. Wäre ich fein mit. Andere Teams werden verschiedene Strategien und Taktiken nutzen, um die Rennen zu einer Herausforderung zu machen. Andere Teams werden höchst intelligent und aggressiv sowie effizient mit ihren Strategien und Taktiken umgehen. Eine große Herausforderung. Das wäre schon mal richtig cool eigentlich, aber ich würde mal normal sagen, hart und normal. Und dann können wir das vielleicht irgendwann mal noch ändern, keine Ahnung. Wir starten rein, Autoentwicklung ist hart, Rennen ist Standard, Andretti, Cadillac, erfahrener Manager, let's go, rein da. Das wird jetzt interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Folgendermaßen wird es so laufen. Es ist ein Rennkalender von 24 Rennen. Ich werde das auf 6 Folgen begrenzen. Das heißt, wir werden 3 simulieren und eine spielen. Was werde ich spielen? Ich werde erstmal Bahrain spielen. Die anderen 3 werde ich simulieren. Und dann werden wir mal gucken, welches wir von den nächsten 4 dann zeigen werden. Auf geht's, erstmal in den ersten Tag rein. Sehr gut. Wir können auch schon in die Autoteilentwicklung gehen. Würde ich auch direkt mal machen. Wir haben jetzt 33, nee, wir haben noch 11 Tage bis Sakir. Das wird erstmal nichts bringen. Aber wir haben 20 Millionen zur Verfügung. Wir können jetzt erstmal
einen Unterboden bauen zum Beispiel. Und wir haben jetzt noch 15 Tage, das heißt, wir werden jetzt zwei was machen, würde ich schätzen. Also 3,4 bleibt übrig. Stunden im Windkanal machen wir hier 46, damit wir auch gut nach vorne kommen. So, was wir brauchen ist erstmal weiter, Entwicklungsfokus. Ich würde sagen, dass wir die Lebensdauer ein bisschen nach unten senken und dadurch, also wir haben jetzt 1, 2 Ticks nach hinten. Und ich wäre für die Luftwiderstandsreduktion nochmal 1, 2 nach oben. Also, dass sich das hier ausgleicht. Und dann geht's los. Einstellungen, Ingenieure werden wir mal 3 einsetzen. Herangehensweise intensiv würde schon 3 Millionen kosten, aber würde uns helfen für die nächste Entwicklung. Machen wir mal. Bestätigen. Also haben wir einen Unterboden. Was können wir noch bauen? Ein neues Chassis. Wir nehmen jetzt die restlichen Stunden rein und auch die restlichen Stunden im Windkanal. Sehr schön. Dann machen wir hier auf jeden Fall wieder 1, 2 und hier auch Luftwiderstand, DRS-Delta, Motorkühlung, Luftstrom. Ich würde sagen, hier 1 und hier 1. Sehr schön. Und weiter. Ingenieure machen wir hier auch mal 3 rein. Und auch hier eine intensive Entwicklung, 3 Millionen. Let's go, damit wir dann halt beim nächsten Mal eine bessere Ausgangslage haben, würde ich sagen. So, Einrichtungen, Operations, so Vorstandsbüro. Ich würde sagen, Hubschrauber-Landeplatz bauen wir. Das Besucherzentrum für 1 Million bauen wir. Tourzentrale für 250.000 kann man machen. Trophäenraum brauchen wir jetzt nicht. Wetterstation, 1,5 Millionen. Teamzentrale. Was kann die? Teamattraktivität, Mentalität, wöchentliche Entwicklung. Gar nicht mal so schlecht. Und der Rennsimulator, wöchentliche Entwicklung plus 10%. Bauen wir auch einfach mal rein. Und dann gucken wir einfach mal. Finanzmäßig müssen wir darauf achten, dass wir im Budget bleiben. Mal sehen. Sponsorenverhandlung. Jetzt kommen wir. Renault E-Tech könnte uns sponsern. Kriegt man viel Engagement, vorab kaum. Hier kriegt man gut, Renntag. Aber Leistungsvertrauen ist hier hoch. Für einen Renntag 19 Millionen würde uns auch viel bringen. Hier eher niedrig, kriegen wir aber vorab 19 Millionen. Ich würde Cisco nehmen. Dann haben wir noch optionale Apple Music, könnte man nehmen. Also die geben uns 6 Millionen einfach nur mal so vorab, ohne dass wir was machen müssen. Wir haben Bang und App. Die geben uns nur für Engagement etwas. Okay. Und Bang. 9 Millionen für den Renntag ist eher hoch. Mäßig. 7,6 Millionen. Hier kriegen wir 3, 6, 7,9. 7,9 kriegen wir hier. Hier kriegen wir weniger. Ja. Bang wäre noch gut. Oh, wir können noch einen nehmen. AMG. Mercedes AMG ist doch keine Kryptowährung. 7,6 Millionen ist mäßig Engagement. Okay. Ferrari, Kraftstoff. Aber das ist sau viel. Ein Hinweis darauf, wie sehr deine Sponsorengelder von der Leistung deiner Fahrer am Rennwochenende abhängt. Ja. Würde ich erstmal versuchen, so wenig wie möglich zu machen. Deswegen Honeywell, um wenig Druck auf die Fahrer zu bringen. Let's go. Also, wir kriegen jetzt. Ja, das ist schon alles gemacht, warum auch immer. Zum Sponsorenplan. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen Engagement. Wir müssen über diese Linie hier kommen. Okay, das bringt schon mal viel. Aber die Leistungswertung, Fahrermentalität, Personal. 1400 ist schon viel. Was ist das? Boxencrew-Müdigkeit, Fahrermentalität, Einrichtungseffektivität und hier Personalleistungswertung. Schade, dass wir hier nicht Logan reinsetzen können. Die wollen hier unbedingt den ersten Fahrer. Personalleistungs. Wollen wir einfach den nehmen? Ja, komm. Und dann gehen wir hier noch drüber mit irgendwas Leichtem. Scout Team Size. Ja. Oh, hier können wir noch weitermachen.
Personalleistungswertung. Müssen wir das machen? Nee, müssen wir nicht, aber wollen wir? Ich denke schon. Und ja. Windkanal benutzen. Verpflichtende Aktivitäten. Der Windkanal wird für bestimmte Zeiten an Sponsoren ausgeliehen. Ja, ist okay. Dann bestätigen wir das. Let's go. Oh, Q1. Ich denke, wir fliegen raus in Q1. Wäre ein Wunder, wenn wir weiterkommen würden. Wir schicken direkt mal unsere Fahrer raus zum ersten Mal. So sieht das Auto also jetzt aus. Und jetzt schicken wir auch Sergeant raus. Der erste sein, der für uns jemals über die Linie kommt. Und natürlich erstmal eine 1.31.5. Jetzt kommt Sergeant und der ist 3/10 schneller. Sehr schön. Zweimal gelb, zweimal grün bei Vesti. Schafft er es da unten raus. Albon hat sich verbessert. Zweimal grün. Könnte eine Verbesserung geben. Und er schiebt sich vor Logan Sargent mit seiner letzten Runde. Ich bin relativ zufrieden auf 18 und 19. Wer ist denn das? O'Sullivan. Zach O'Sullivan. Heute wird ein neues Kapitel der F1 aufgeschlagen. 11 Teams sind am Start. Bei Logan Sargent sehen wir volle Konzentration auf das anstehende Rennen. Keine große Überraschung, ihn auf Platz 19 zu sehen, aber er hat sicher das Potenzial, sich zu verbessern. Definitiv haben wir das Potenzial, uns zu verbessern, aber eher erst im Long Term. Heute rechne ich mir nur Punkte aus, wenn es chaotisch wird. Los geht's. Das erste Rennen der Saison. Start. Vesti und Sargent mit nicht so guten Starts. Sargent vorbei an Vesti, genauso wie Joe. Jetzt versucht das innen. Ist das langsam? Die erste Runde gucken wir mal. Und Joe setzt sich hier durch. Nicht. Sehr gut. Also wir lassen Joe, Ocon und O'Sullivan hinter uns. So, mal sehen, ob wir vielleicht Bottas bekommen können. Das wäre spitze. Beziehungsweise, dass wir im DRS bleiben, wäre auch vorzüglich. Aber der fährt mit Mediums. Also vielleicht können wir ja auch sogar vorbeigehen. Auf Dauer. Aber er greift lieber erstmal Gasly an. So, neutral. Und Vesti will Sargent zurück überholen. Wir lassen sie machen. Und natürlich ist auch schon das DRS aktiv. Da sind wir vorbei an. Da sind wir nicht vorbei. Das kann doch nicht wahr sein. Gelbe Flagge. Bitte nicht unser. Gut. Aber er geht vorbei an Magnussen. Das ist top. Und Sargent greift sogar Gasly an und geht vorbei. Ohne dass wir großartig was machen müssen. Ja, macht er auch. Gar nicht. Aber Albon ist schon krass. Und da wollen wir jetzt auch noch an Joe vorbei. Das ist gut. Jetzt können wir mal ein bisschen einsetzen. Die Temperatur nach unten, nach oben, nach unten bringen, ja. 114. Auch wenn Vesti vorbei ist an Magnussen, passiert. Oh, Attacke von Gasly. Nee, Attacke von Vesti. Oh, und aggressiv. Kann da dranbleiben. Sehr gut. Gut. Sergeant jetzt nochmal Vollgas geben. Der geht auf die Medium. Und dann wollen wir mal gucken, wo Vesti rauskommt. Und Gasly ist ja sowas von vorbei. Holy shit. Das war richtig schnell von ihm.
Ja. Und Vesti knapp hinter Joe, schade. Da müssen wir uns verbessern. Aber vorne haben nur 5 Teams gepunktet in den ersten 10. Also das sagt schon alles. Hülkenberg und Magnussen auf 13 und 14. Manchmal musst du wohl einfach. Das war schon okay. Das war schon okay. Und jetzt müssen wir nur noch die nächsten Rennen simulieren. Und gucken wir mal, wie es wird. Let's go. Also wir kriegen gut Geld. Und dann schauen wir mal. Sehr gut, Bau abgeschlossen. Basteln. Und zwar machen wir jetzt einen Frontflügel. Und machen wir hier ein Viertel. 1,4, 2,8, 2,4,6, 8, 1,8, 1,8 mal 4, 36, 72, 1,7 mal 4, sind 68, ja, 1,7. Dann hier durch 4, also circa bei 20 sind wir bei 80, bei 24 sind wir bei 23. 69. Ja, 99. Ja, ja. Sehr gut. Dann 2. Machen wir 3 zurück. Dann 1, 2 und 3. Und hier nehmen wir 2. Nehmen wir 1 ran. Intensivst. Let's go. Und auch hier nochmal. Ein Seitenkasten wäre nicht schlecht. Da haben wir 1,7 gewählt. Dann machen wir nochmal 1,7. 23. Genau. 3 zurück. 1, 2, 3. Ein Ingenieur intensiv. Und los geht's. Perfekt. Gut. Eine Schriftbau abgeschlossen. Okay. Meine Güte, was für ein. Sergeant 18, Vesti 21 ist okay. Geld kriegen wir. Kostet auch mehr, 3 Millionen anstatt 1 Million. Und wir haben noch 80 Millionen im Kostenlimit. Okay. Aber wie gesagt, wir können dadurch viel für zum Beispiel die Forschung, die ja dann irgendwann beginnt, machen. Also jetzt fehlt noch der Heckflügel und dann machen wir die restlichen Stunden rein. So, perfekt. Dann 1, 2, machen wir mal 3. Dann machen wir hier ein hoch, Abtrieb und Luftwiderstand. Let's go. Und dann bestätigen wir das Ganze. Halt. 3 Ingenieure intensivst. Dann haben wir noch 74 Millionen. Das geht ganz schön schnell nach unten. Dann machen wir mal hier. Machen wir hier 3. Normal aber. Für den Heckflügel. Und dann geht's voran. Es soll regnen. Vielleicht haben wir eine Chance. Let's go. Es soll regnen im Rennen. Mal schauen. Und simuliert und wir sind. Meine Güte, was für ein Desaster heute verloren. Desaster für. Oh, Vesti ausgeschieden und Logan Sargent raus. Oh, ich hoffe, da ist jetzt nichts hart kaputt gegangen. Und tatsächlich, Fahrer-WM-mäßig ist jetzt Sainz vorn. Konstrukteure sind wir noch letzter. Oh, das ist nicht so gut. Das brauchen wir nicht hier. Und das war kein gutes Rennen. Vesti ist leider ausgeschieden. Aber wir haben ein paar Leistungsstärken hier gekriegt. Ja. Größtes Problem, keine Spitze. Das ist ja gut. Autoleistung. Ja, das wird ja besser. Alles gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben keine Frontflügel mehr.
Wir können nichts fertigen. Jetzt for real? Oh nein. Dann müssen wir den Unterboden leider... Menge 5. Also der ist einiges kaputt gegangen. 0 und Unterboden ist auch kaputt gegangen. Spitze. Nächstes Rennen ist in 11 Tagen. Mach mal 4. Müssen wir machen leider. Das kommt natürlich auch dazu. Und Unterböden haben wir auch keine mehr. Das heißt, die Fertigung der Version 2, also des Upgrades, muss verschoben werden, weil wir nichts mehr haben an. Wir haben einen neuen. Hä, wir haben doch. Verstehe ich nicht. Wir haben doch zwei verfügbar. Doch, wir haben hier 5. Und die haben wir auch 2 verfügbar. Warum? Oh mein Gott. Geld zum Fenster rausgeworfen. Ich sag's, wie es ist. Ja, Geld zum Fenster rausgeworfen. Spitze. Und wir haben einen von den neuen Unterböden bereits. Super. Aber wir haben jetzt Geld richtig zum Fenster rausgeworfen. Weil wir noch Ersatzteile hatten. Das sah aus null. Also, weiß ich nicht. Ja. Hier ein Auto 2. Durchgefallen. Ach so, der kann nicht mehr Risiko durchzufallen. Klar, Lebensdauer 3 bis 5 Rennen. Ersatz einbauen. Qualifying starten. Jetzt. Gesperrt bis zum Rennen? Oh mein Gott! Westi ist weitergekommen? Das ist super. Q2. Und seit dem Simulieren, wie gesagt, Westi mit dem besten Start in ein Qualifying, also bestes Qualifying ever mit Platz 16. Manchmal musst du wohl einfach. Solche Zwischensequenzen sagen nicht immer alles aus, aber doch, Westi ist schon wieder ausgeschieden. Und zwar in der ersten Runde. Sergeant hat sich noch auf 19 vorgekämpft. Also das ist nicht gut. Perez ist jetzt Erster in der WM. Ich glaub's nicht, ehrlich. Und wir brauchen Verbesserungen am Auto. 222.000 haben wir bekommen. Entwurf für die Seitenkästen ist fertig. Dann können wir derzeit noch nicht machen. Chassis und Unterböden werden noch gebaut. Wobei Unterböden, ja gut, können wir machen. So, Auto 1, Chassis komplett kaputt, Spitze. Und Frontflügel auch kaputt. Also, der ist wohl anscheinend wo reingekracht. So, Abstimmung und Reglementänderungen. Bei niedriger oder bei höherer Geschwindigkeit? Würde ich auch sagen, bei hoher Geschwindigkeit. Weil wir noch nicht den Topspeed haben. Aber ansonsten würde ich sagen, wow. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Und ciao.